Long time no see. Die letzten Monate war es sehr, sehr still um uns rum. Und heute wollen wir uns einfach mal wieder melden. Viele von euch haben nämlich unter Umständen mitbekommen, dass unsere beiden Weltreisemotorräder ein neues Zuhause gefunden haben. Also temporär, muss ich gleich an dieser Stelle dazu sagen. Die stehen nämlich jetzt genau wo? Im Technikmuseum in Sinsheim. Und viele von euch haben gefragt, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass die da stehen. Und es ist so, in den letzten Monaten, ja, ist quasi alles bei uns wieder im Umbruch. Es stehen viele neue Pläne an, neue Reisepläne, neue Projekte, ganz viele spannende Sachen. Da werden wir in Kürze auch wieder echt mehr davon berichten und euch wieder mitnehmen. Aber was auch anstand, war die Überlegung, was machen wir mit unseren Transalps. Wir waren letztes Jahr sehr viel mit den Kreidlern unterwegs. Wir haben sehr viele andere Aufgaben und irgendwie die Transalps, da sind wir nicht mehr dazu gekommen, die wirklich ordentlich zu bewegen. Und dann haben wir überlegt, Mensch, die sollen ja auch nicht irgendwie in der Garage, in der Dunklen verstauben. Was könnte man denn mit denen machen? Und da war eigentlich ziemlich schnell, gell, die Idee geboren, Mensch, wie wäre denn das, wenn die in ein Museum kämen? Irgendwohin, wo sie öffentlich sind, wo sie anderen Leuten von unseren Abenteuern, von unseren Reisen erzählen und auch inspirieren können, andere Leute in die Welt rauszugehen und Abenteuer zu erleben. Kurz gesagt, das, was sie eigentlich am besten können. Das hat uns natürlich sehr, sehr gut gefallen, der Gedanke, und haben dann eben auch diesen Facebook-Aufruf gestartet, Instagram auch. An der Stelle nochmal vielen Dank für die ganz vielen Tipps von euch nach Museen, genau, wo wir anfragen könnten. Und wir haben dann auch 2, 3 angefragt, und es hat ganz schnell geklappt, nämlich mit dem Technikmuseum in Sinsheim. Die haben ganz schnell reagiert auf unsere Mail, waren total begeistert, waren total positiv. Und ja, für uns ist das natürlich mega gewesen, dass da so ein renommiertes Museum sagt, ja, wollen wir haben. Wobei haben tun sie es ja nicht wirklich. Nein, also die Motorräder, um alle da zu beruhigen, die sind eine Leihgabe für eine gewisse Zeit. Die bleiben unsere, also irgendwann werden wir die auch wieder abholen und dann werden wir mit denen auch wieder eine Runde drehen. Und also von daher kann ich alle Transalp-Fahrer oder Fans oder Weltreise-Fans, wie auch immer, da beruhigen. Generell eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich habe es kürzlich erst gesagt, wie wir im Museum waren, als wir die Motorräder da angeliefert haben. Mein Transalp, der Alperer, das war ja ein Scheunenfund, also das war ein Stück Alteisen, das ein anderer damals, ich glaube, wann haben die gekauft, 2007 oder so, weggeworfen hätte. Und ich habe die ja dann quasi frisch neu aufgebaut. Sie durfte dann mit mir einmal, oder ich durfte mit ihr dann einmal um die Welt fahren. Wir haben ganz, ganz viele tolle Abenteuer mit beiden Motorrädern erlebt. Und jetzt ist eigentlich das Coole dran, dass dieser Scheunenfund jetzt sogar in einem Museum stehen darf. In einem renommierten Museum wie eben dem Technikmuseum. Und da ganz, ganz viel tolle Gesellschaft hat. Auch diese ganzen anderen Technikgeschichten, also Fahrzeuge, Rennautos, was auch immer da rumsteht, Flugzeuge und so weiter, können da ganz tolle Geschichten erzählen. Und das freut uns natürlich riesig, dass das Motorrad da, beziehungsweise das Motorrad freut es vielleicht auch riesig, dass es da eine tolle Aufgabe einfach hat und nochmal einfach inspirieren kann und nicht irgendwo rumsteht. Das heißt, wenn ihr die dicke Rosi und den Alperer die nächsten Monate mal live sehen wollt, dann könnt ihr das im Technikmuseum Sinsheim in der Halle 2. In der Rallye-Abteilung. Genau. Also genau gegenüber von den Rennautos von Michael Schumacher. Stehen jetzt unsere Motorräder. Ist es nicht irre? Also es ist echt, ich kann es immer noch nicht fassen. Genau. Und generell das Museum oder beide Museen in Sinsheim und in Speyer, die beiden gehören ja zusammen, sind absolut cool und sehenswert. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil unsere Motorräder dort stehen, sondern weil wir uns beide Museen in Ruhe angeschaut haben und die echt beeindruckend waren. Das heißt, man kann da auch noch jede Menge andere spannende Sachen sehen. Und uns wird es auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort mal vorbeischaut. Lasst uns auch gern ein Foto zukommen, wo ihr vor unserem Moped steht. Wird uns riesig freuen. Ja, und an der Stelle natürlich auch noch ganz, ganz großen Dank an das Team um das Technikmuseum. Angefangen vom Chef bis zu den Mitarbeitern, alle, da merkt man richtig, die haben eine Begeisterung für Technik im Allgemeinen und für alte Sachen. Ich glaube, auch dieses Museum ist aus Leidenschaft entstanden, wie viele andere tolle Projekte eben auch. Und das macht es so besonders und das ist das, was der Besucher da dort eben auch spürt. Und von daher nochmal recht herzlichen Dank an das Museum. Ja, und dann? Alle Details, also noch mehr Details und ganz viele Fotos, wie wir die Bikes hingebracht haben und wo sie jetzt stehen, die findet ihr auch in unserem Blogbeitrag. Den verlinken wir euch hier irgendwo nochmal. Da gern auch nochmal vorbeischauen. Und ja, wie es bei uns
in nächster Zeit weitergeht, was für Projekte anstehen. Dazu wird es definitiv in Kürze wieder mehr geben. Versprochen. Genau. Ciao. Macht es gut. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl from Mars. You know you could.